herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5. Als nächstes geht's zum Yachthafen. Dann nehmen wir gleich den Heli, der da steht. So. Ach ja, der gute Michael ist auch wieder dabei. Das haben wir schon wieder vergessen. Da war ja noch jemand. Oh, die Katze rennt schon wieder weg. Naja, jetzt hat sie Pech. Ach ja, das Gehege war ja kaputt. Ich habe ja das nur wahr. Ja, wer schießt mit dem Raketenwerfer auf einen? Ach, da ist wieder ein Außenposten. Das ist unsere nächste Mission. Ne, das ist der Yachthafen. Das ist diese Hauptmission. Ja. Ja, da müssen wir dann befreien. Echt? Ist das ein Außenposten? Ja, also da ist das jetzt von... Ah ja, ich sehe es jetzt, ja. Ich würde sagen, jetzt sind wir dann außerhalb ab. Das ist die Anführung allein mitgeht. Okay. Oder du machst dir den Angriff von oben. Zwei Krümmer für allein. Neue Scharfschützen, die wir nicht verwenden. Geht zu. Nein, ich muss nachladen. Oh. Oh, ein MG-Schützen hier. Ach, da einer schwimmt da drin. Er kriegt jetzt mit der Pistole ab. So. Okay. Juhu! Ja. Boot wird wegteleportiert. Gegner sind weg. Ah, jetzt. Oh, mit der Mistgabel und der Schaufel, das bringt's auch voll. Was war die jetzt? Die neue Priesterin oder was? Ja, nee, das ist die Chefin von der Yachthafen. Danke für all dein Engagement. So, das war's jetzt schon oder was? Verdammte Arbeit bei der Befreiung des Yachthafens. Adelie Dropman ist ein fieser Besen, aber sie verfügt über die Mittel, einen kleinen Privatkrieg gegen Eden's Gate zu führen. Genau die Person, die wir gerade brauchen. Sieh mal, ob du ihr helfen kannst, Rookie. Willst du mal was Geiles sehen? Dann check mal das Spiel hier. Na, nix Spiel jetzt. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Hier sind die Geld hier hinten. Du musst das nicht machen. Doch. Du zockst zu viel, Junge. Ich muss das machen. Was passiert, wenn ich dir jetzt abknall? Hilf mir, wer! Oh, er rennt weg. Okay. Okay. Nein, dann ruf mal vor. Jetzt sperre
mal schön die Lausche auf. Schlimm genug, dass dein kleiner Gigolo in meinem gottverdammten Yachthafen wohnt. Aber wenn du weißt, was gut für dich ist, lässt du ihn nicht in die Nähe von meinem Lieblingsspielzeug. Und nein, das ist keine Drohung. Also erzähl deinem verfluchten Anwalt bloß nicht, ich würde dir wieder drohen. Sonst schieße ich dir deine Kürze. Okay. Das war's jetzt schon. Xander Flynn entdeckt. Du richtest den Kult echt übel zu. Ach, da ist er doch. Hier komm geht's her, jetzt weiter. Sahneschnittchen. Ja, Sahneschnittchen. Adelaide Dropman, freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Und ich will verdammt sein, wenn diese Ficktrompeten sie mir abnehmen. Die Ficktrompeten? Ich hab den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Diese wandelnde erektile Dysfunktion, die sie geklaut hat, hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Edens Gate sind. Ich hatte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Jetzt ist wieder gut. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir? Ja, ja. Im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Du mir? Ja, prima. Ich bin aber eine Frau, ne? Hast du schon mitgekriegt? Gut. So. Als die Peggys ausgerastet sind, habe ich mir einen Vorrat Kokosöl angelegt. Gleitmittel. Kannst du den Heli wieder reparieren? Bei mir ist er ganz. Bei mir ist die Scheibe gesprungen. Ist nicht schön. Achso. Also bei mir ist. Na, dann ist auch okay. So, da ist der erste Punkt. Auch eine Nebenmission. Vier noch, dann hat man die auch geschafft. Okay. So, was erwartet uns jetzt hier? Ja, das sollen wir Piloten ausschalten. Ich denke, das ist am besten, wenn wir dann irgendwie hinten uns umschauen. Ah. Wenn eine Frau am Knüppel sitzt, tschüss. Ja, und such weiter meine Tulip. So, nee, mit euch befasse ich mich da jetzt gar nicht her. Hey Schatz, nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt hey, ein Schatz. Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen. Ich bin doch immer noch eine Frau, Mann. So. Da oben ist ein Heli. Das sollte man vielleicht vorher zerstören, bevor der vielleicht abhauen will. So. Finde den Piloten. Ja, genau. Wenn du eine Pilotin siehst, sieht sie nicht meine Tulip. Schalt ja, die Verhalterin einfach aus da und suche weiter. Ist er. Heilig. Und weiter geht's.
Sag mal, warum trägst du eigentlich einen Mundschutz? Weil das beim Outfit so war. Ich konnte das gar nicht anders machen. Ach so. Ich wollte es auch gern ohne. Hat so ein bisschen was von Michael Jackson, dein Outfit. Schade, ich will nur noch die weißen Handschuhe. Ja. So. Hier sehe ich bis jetzt keinen Hubschrauber. Ja. Wir sollen ja auch hier erstmal was beobachten wahrscheinlich. Begibt dich zum Ausdruck. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwo suchen. Scharfschütze, da oben kommt der Hubschrauber. Das sind 1, 2. Ach, den Hubschrauber darf ich ja gar nicht abschießen. Ich hätte jetzt nämlich schon fast abgeknallt. Nee, das wäre schlecht. Wir müssen ja den Piloten töten. Und ich versuche das mal mit dem Scharfschützengewehr. Ich schau mal, ob ich das hinkriege. Wo ist der jetzt hin? Ah, der ist ja versteckt, verdammt. Wie lang fliegt so eine Rakete vom Raketenwerfer eigentlich geradeaus, weißt du das? Boah. Nicht, dass die jetzt... Jetzt lässt man den Sniper weg. Oh, nee, toll. Das kriegt der andere jetzt mit, ja? Genau. Hab ich ihn? Nein, ich habe ihn nicht. Okay. Kommst du bitte? Der haut ab. Ja. Ah, der landet da unten wieder. Hey, hier ist was los. Hubschrauber. Ja, ich weiß schon. Ich habe schon drüber geschossen. Alles gut. Ich weiß, dass ich nicht immer perfekt ziehe, aber das kriege ich noch hin. Okay. Ach, der ist da hinten. Ich denke, wir müssen ihn unbedingt töten hier. Ja, der ist hier hinten. Hallo. Zack, zack, so. Ja, da ist er ja, der gute Hubschrauber. So, sehen wir gleich mal, ob sich der besser fliegt. Schätzchen, sobald du mit allem fertig bist, ich finde den anderen aber wendiger, ey. Ich bin nicht gegen sie, Harry, die Dinger haben mehr Bums als ein Elchenbrunst. Die aufmontierten Geschütze, da ist lediglich ein blödes MG drauf. So, und für was ist jetzt der Balken da? Verstehen. Ja, vielleicht haben wir noch angegriffen. Das ist unsere Beschädigung des Hubschraubers. Ja. Ah, hier. Bin erledigt, oder? Nee, nee. Ah, jetzt.
Weiter geht's. Ich habe ja gedacht, der ist ein bisschen schneller, der Heli, ist aber auch nicht. Nee. Der hatte keine Raketen, ne? Der hat nur MG. Ja, ich mag meinen grünen Heli. Nee. Der hat mich wenigstens nichts gekostet. So, wollen die jetzt nochmal jemanden schicken, dann wäre es jetzt Zeit, ansonsten haben sie Pech. Ja, ich glaube doch nicht so. Warten da, wenn gleich rechts vom Berg irgendwie eine Dreier-Mannschaft angeflogen kommt. Ja, so ein Dreier-Squad. Hat die überhaupt einen Hubschrauber-Landeplatz da unten? Ja. Und da wo wir... Oh. Jetzt kann ich ihn abstürzen lassen. Hilfe, ah, ich sehe es gerade. Da unten. Lauter kleine Ameisen. Och, wie putzig. Freunde, das kann ich ja nicht wissen. Wenn ich als Freund angezeigt wird, ist gut, hier, was wiederbelebt, alles gut. Spann dich mal. Das war auch noch sie hier. Super. Alter, warum schießt die alle auf mich? Ist die jetzt doof? Ich hab sie doch gerade wiederbelebt. Verstehe ich nicht. Was? Mein Karma ist am Arsch? Naja, gut. Besser am als im. So, wo ist denn einer da oben? Ja. Der lebt noch? Ey. Ja. Hallo. Na du? Zack. Bang. So. Na Schnucki? Hallo Schnuckiputz, hier drüben. Ah. Was ist denn jetzt? So. Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Mach ich. Ich bin gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Ruf mich an. Jederzeit. Außer bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Hm? Alter Vater, die hat Sprüche drauf. Freundlicher Luftraum abgeschlossen. So, jetzt kommt wieder was, oder? Nein, noch nicht. Der Balken ist fast voll, okay. Also zur Hälfte. Ja. Adelaide Drupman, die ist wirklich eine Marke. Eine verdammt gute Schützin und hat immer ihren Heli dabei. Wirklich eine Bereicherung für die Gruppe Deputy. So, quatsch die aus, gut. So, die nächste Mission machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.